Liebe Zuschauer, sah es lange Zeit nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen von Brexit-Gegnern und Befürwortern aus. Da scheint sich jetzt das Blatt recht massiv zu wenden. Aktien, Anleihen, Währungsmärkte, alles reagiert. Sind das die Ängste vor dem Brexit oder eher vor den Folgen des Brexit, sprich mehrerer weiterer Exits? Das und mehr besprechen wir mit Robert Halver von der Baader Bank. Schönen guten Tag, Herr Halver. Ja, guten Tag. Ja, Brexit, jetzt titelt sogar schon die Sun und ist dafür, das ist sowas wie bei uns die Bild-Zeitung, das Lager der Brexit-Befürworter, also die wollen, dass Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, ist größer geworden. Wir sehen heftige Reaktionen, DAX-Anleihemärkte, Währungsmärkte, alles hat es wohl jetzt anscheinend verstanden, oder? Wir kennen das Ergebnis natürlich noch nicht, was da am 23. Juni stattfinden wird. Aber klar, es hat schon einen gewissen Shift gegeben in das Lager der Brexit-Befürworter. Ja, die Wettbüros sind zwar der Meinung, sie bleiben bei uns, die Briten, aber die Umfragen an sich sagen, sie gehen raus. Das ist jetzt spitz auf Knopf zu sagen, was passieren wird, aber die Unsicherheit ist zu spüren. Ich schaue gerade auf die DAX-Tafel, wir haben in den letzten Tagen schon einiges verloren. Da ist die Unsicherheit dabei, vor allen Dingen die politische Unsicherheit. Denn bisher kennen wir die EU ja nur als Familie, wo man eintritt, aber nicht austritt. Und es tritt eben nicht Malta oder Zypern aus, es tritt eben dann Großbritannien aus. Also ein Land mit großer militärischer Macht als Sicherheitspartner in der EU, permanentes Mitglied im UN-Sicherheitsrat und natürlich auch ein Fahnenträger für Marktwirtschaft und Reformfähigkeit. Wenn die rausgehen, ist eben Deutschland alleine last man standing, was Reformen angeht. Und ohne England wird die EU noch mehr zur romanischen Schuldenunion. Das ist der Grund, warum die Märkte so negativ reagieren. Nun ist es gerade aus deutscher Sicht, zwar ist Großbritannien ein starker Exportmarkt, der drittgrößte, aber letztendlich sind die Folgen für Großbritannien ja viel größer. Ist es jetzt also die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen oder sehen wir hier schon mehr die Ängste, dass dem Brexit weitere Exits folgen, die hier gespielt wird? Wir haben ja zwei Dinge, wirtschaftlich auf jeden Fall auch. Also wenn wir die Handelsbeziehungen kappen, das dauert ohnehin 2 Jahre, aber dann sind wir ja im Niemandsland. Wer will denn in England noch freudig und offensiv investieren oder umgekehrt, wenn man die Bedingungen nicht kennt? Dann ist ja quasi das Ganze wie eine Wundertüte, man weiß nie, was drin ist. Das ist schon mal das eine, was gefährlich ist. Aber das Politische ist noch gefährlicher. Die Märkte werden, wenn sie es austreten sollten, nicht jetzt total einbrechen, das glaube ich nicht. Wir haben immer noch Notenbanken, aber die Längerfristensignale sind ganz klar. Europa funktioniert nicht. Europa ist kein Verein, wo man eintritt, sondern eher austritt. Das ist also ein massives negatives Qualitätsurteil. Bafui, müsste man sagen. Und da macht mir ja keiner weiß, dass wir nach einem Brexit noch so weitermachen können wie bisher. Auch geostrategisch. Auf Europa hat ja niemand gewartet. Die Investitionswelt ist ja groß und bunt. Und im schlimmsten Falle kann man sagen, wird Europa so etwas zwischen den Großmächten, auch den wirtschaftlich starken, zusammenhaltenden Mächten China, USA und so weiter, zerrieben wie ein Stück Parmesan in einer deutschen Käsereibe. Nun ist zwar Großbritannien willig, das Ganze zu verlassen, aber andere sind da dafür auch willig, in die Europäische Union einzutreten. Muss man sich langsam mal an den Gedanken gewöhnen, dass das alte Europa an Bedeutung verliert und vielleicht doch andere neue Mitgliedstaaten, wenn auch kleiner, aber mit wirtschaftlich auch Perspektive hinzukommen können? Es mag ja sein, dass die EU dann wieder größer wird von der Anzahl, aber man muss noch mal klar sich vor Augen führen, England war ja nicht von Anfang an mit dabei, aber sie ist später halt zugekommen und sie waren eben auch wichtig. Natürlich haben sie uns sehr viel Ärger gemacht, das darf man durchaus sagen. Der Britenrabatt ist gelinde gesagt eine Unverschämtheit, ja, und so mancher Brite, der über den Restkontinent ablästert, sollte sich mal vor Augen führen, was gerade die EU auch für England bedeutet hat. Ja, aber jetzt haben wir hier eine emotionale Entscheidungen zu treffen. Die Briten denken nicht immer rational, eigentlich schon immer, aber es gibt Augenblicke, da denken sie eben, ja eben, haben sie vielleicht zu viel Bier getrunken wie Hooligans in Frankreich bei der EM, ich weiß es nicht. Aber wichtig ist ja, dass eigentlich starke Länder bei uns sind. Es ist ja schön, dass wir auch Länder aufnehmen, längerfristig, die längerfristig Perspektive versprechen, aber man sollte jetzt nicht da einen Wettbewerb machen. England geht raus, andere kommen rein und alles bleibt beim Alten. Das wird nicht funktionieren. Die Engländer werden ja auch versuchen, dann ihr eigenes Süppchen zu kochen, wenn ja versuchen, sich stärker mit Amerika dann auch zusammenzutun. Das ist ja ohnehin der angelsächsische Blutsbruder. Aber sie sollten in der EU bleiben, weil die EU muss eben stark sein in allem. Militärisch, politisch, von der Durchsetzungsfähigkeit, auch von der Reformfähigkeit. Ich möchte kein Europa, wo man sagt, wir machen Schulden und die EZB finanziert die Party. Das ist das süße Gift, das dazu führt, dass die Eurosklerose Europa den Garaus macht.
Na, was wäre denn jetzt erstmal im Vorfeld? Denken wir mal bis zum 24. Juni, denn dann kommen auch erst morgens die Zahlen. Schneller kriegen es die Briten nicht hin. Was wäre denn jetzt aus Anlegersicht erstmal so eine, naja, Handelsstrategie ist schon ein großes Wort. Aber was tut man als Anleger erstmal bis dahin? Wir haben seit Donnerstag im DAX über 500 Punkte verloren. Der Euro ist schwächer, das Pfund verliert, die 10-jährige Bundesrendite ist auf Rekordtief. Was nun? Wir haben ja schon einiges verloren. Sie haben es gerade selbst gesagt. Also der DAX wird sich ins Uferlose nach unten fallen, weil die Notenbanken ja auch sicherlich sagen, wir sind da, wenn das Schlimmste verhüten. Wenn es dann am 24., wenn sie austreten soll, zuerst mal schon ein Stück verlieren, aber der Markt kann sich dann fangen, weil man sagt, naja, ist der Euro schwächer geworden, ist ja vielleicht aus der Exportsicht gar nicht so negativ. Das kriegen wir kurzfristig sicherlich gewuppt, weil man auch ja diesen langen Abnabelungsprozess über 2 Jahre, da wird man nicht jeden Tag drauf schauen. Das ist ja ein langer Prozess. Wir werden ja nicht am 24. sagen, so ist alles gekappt, Ende, Schluss und jetzt wird kein Rolls-Royce oder kein Mini mehr von England nach Europa verschifft. Das passiert ja nicht. Aber was dahinter steht, ist natürlich eine politische Überlegung. Überlegung, was machen wir bei den nächsten Nationalwahlen in Frankreich zum Beispiel im nächsten Jahr. Wenn die sagen, was die Briten gemacht haben, das machen wir genauso. Wir wollen auch aus der Eurozone raus, weil die ja eigentlich das Feindbild schlechthin ist. Die sind schuld, die Europäer und sowieso Deutschland, dass es uns dreckig geht. Ist das also dann der Zustand, wo wir vor jeder Parlamentswahl Angst haben müssen, Unsicherheit zu haben, politische Unsicherheit zu haben. Die Langfristfolgen sind viel schlimmer als die kurzfristigen Folgen. Da wird es volatiler sein, aber aufgrund der schon gesehenen Verluste, glaube ich nicht, dass wir dann nochmal richtig zusammenbrechen. Interessanter wäre dann die Frage, was passiert, wenn sie blind bleiben. Das ist eine interessante Frage. Offensichtlich hat sich ja jetzt am Markt die Meinung manifestiert und in der Vorwoche war das noch anders, dass die Briten austreten. Erst hatte das gar keiner so richtig auf dem Schirm. Was sind denn die Bedingungen, wenn die bei uns bleiben? Ist dann erstmal ein großes Aufatmen an Aktien- und Währungsmärkten und kommt es nicht eher auf die Bedingungen an? Denn ohne Bedingungen werden doch die Briten dann nicht weitermachen wollen, oder? Ich hoffe ja, dass die Buchmacher recht haben. Die behaupten ja, dass die Briten bei uns bleiben. Sie haben schon richtig geraten, als es um das schottische Referendum gegangen ist. Sie sind auch bei uns geblieben und sie haben auch richtig geraten, ob Herr David Cameron denn wiedergewählt wird. Da hatten sie auch recht. Ich hoffe, dass sie wieder recht haben. Ich sage ganz klar, ich möchte, dass die Briten bei uns bleiben. Ich möchte kein Europa von Schuldenmacherei und EZB-Gnaden. Das ist mir zu wenig. Ich möchte Reformfähigkeit und Standortfestigkeit auch im Rahmen der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Aber wenn die Briten bei uns bleiben sollen, wird an dem Tag, am 24., die Börse durch die Decke gehen. Dramatisch, weil damit ja die Börse sich mit einem Problem, nämlich der Eurosklerose zumindest vorübergeht, nicht auseinandersetzen muss, weil das gab es ja noch nicht. Das hatten wir noch nicht, dass in einer modernen Welt eine ein Staatengebilde eben verlustig wird um einen wichtigen Partner. Dann geht das Ganze durch die Decke, dann werden wir relativ schnell das aufholen, was wir jetzt letzten Tag verloren haben. Dann sollte man Aktien haben. Das heißt, jetzt müsste man also quasi jetzt wetten, wie geht es denn aus? Das kann Ihnen wahrscheinlich niemand sagen. Umfragen neunmal, die sagen, sie treten aus, wobei wir auch wissen, dass die Umfragen so stattfinden, dass man quasi in England den Besucher aus der Kneipe fragt, na, soll man austreten oder nicht? Das ist nicht seriös, auch oft genug. Aber ich hoffe grundsätzlich, Spaß beiseite, dass sie bei uns bleiben. Aber dann auch nur zu bestimmten diktierten Bedingungen, was ja auch wieder eine Signalwirkung hat für die Franzosen, Griechen, Italiener, Spanier und wie sie da alle heißen. Denn dass Großbritannien einfach sagt, April, April, wir haben das jetzt mal getestet, ach nee, doch nicht, wird ja so nicht kommen. Also, wenn die EU dann in Zukunft etwas wird, wo man sagt, wir lassen noch einige Entscheidungen im nationalen Rahmen, ist das gut. Man muss nicht alles über die Größe der Äpfel, über die Farbe der Äpfel, der Dichtheit von Gummireifen, von Traktoren, alles festlegen. Das soll der Markt machen. Wir müssen nicht alles festlegen. Da bin ich fast ein Anhänger von Maggie Thatcher, die damals sagte, der Markt soll entscheiden, was richtig ist und nicht eben Brüsseler Bürokraten. Wenn die Bürokratie in Brüssel, wenn die kastriert wird, ein Stück weit zumindest, da bin ich für diese Art der Behandlung von Brüssel. Denn wir brauchen wieder mehr nationale Eigenheiten. Dennoch, das Ganze zu haben im Außenauftritt, auch was Außengrenzen angeht, was die Verteidigung von europäischen Grundwerten angeht, das brauchen wir schon. Aber vieles kann auch auf nationaler Ebene stattfinden. Brüssel hat nicht die Aufgabe, die EU möglichst vielen Beamten ein auskömmliches Einkommen zu sichern. Robert Halber, vielen Dank.
Liebe Zuschauer, vor dem Brexit tobt die Diskussion von Britenrabatt bis zum Austritt und den Folgen, die das wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und natürlich auch an den Börsen haben können. Falls die Briten aber dabei bleiben, werden die Aktienmärkte wahrscheinlich durch die Decke gehen, aber das ist alles noch längst nicht ausgemachte Sache. Wir sind börsentäglich weiter dran. Dankeschön fürs Zuschauen.